Ja, da sind immer Petzliesen. Die verkaufen jemanden für 50 Cent. Das glaubt mir mal auf der Arbeit, weil sie 50 Cent mehr Geld kriegen oder so. Ist das nun mal. Deswegen vertrau da niemandem. Deswegen vertrau niemandem. Mach nur deinen Job ganz normal. Alles andere, scheißegal. Verstehst du, was ich meine? Weißt du, vertrau da, da gibt's keine Freunde auf der Arbeit. Du machst nur deine. Weißt du, was du machst? Wenn du zu viel Stress hast, Baby, dann hör mir genau zu. Wenn du nach Hause kommst, ne? So, wenn du Stress hast, dann gehst du erstmal von diesem Ort, von den Leuten, weißt du, so gehst du weg und machst nur deinen Job. Mach dir immer vom Stress weg. Zweitens, tust du deine Hände und deine Füße richtig mal so im Wasser, so, weißt du, und deine Füße, mach das immer. Immer so, nein, das nimmt deine Energie auch so weg, weißt du, dann kommst du auch runter, wenn du nach Hause kommst oder so. Einmal so deine Füße oder so, einmal so unter kalte Dusche schön so laufen lassen, so hier, mach das, so gewöhn dir das mal an, so Kleinigkeiten und meditier so ein bisschen, bete und so, aber auf jeden Fall abdessenal. Beten ja, aber abdess ist ganz wichtig. Schön die Füße, ja. Also duschst du komplett jeden Tag. Ja, weißt du was, Baby, wir machen dann, wir reden dann mal irgendwie einen anderen Part oder so, dann wird schon wieder besser. Bist du auf dem Weg nach Hause? Hast du gerade Feiern gemacht? Ach so. Bisschen aus, was an die Beine und so unten, denk drüber nicht mehr nach. Scheiß drauf, jetzt hast du Arbeit hinter dir, denk über die Arbeit jetzt überhaupt nicht nach. Okay. Erstmal nicht und dann gucken wir mal, was du hast. Aber ich denke mal, das sind so Probleme, also auf der Arbeit, das kriegst du, das werden wir schon irgendwie. Ich bin auch voll stressig. Ich mache jetzt noch die Wohnung und muss das noch machen, Geld verdienen und keine Ahnung. Jetzt bin ich in Oberhausen, ich fahre jetzt zurück. Okay, dann rufe ich die gleich an, weißt du, ich bin sowieso nach Hilfe. Ja, dauert kein guter Abend, ne? Oder wie? Alles klar, ich mach das. Okay, wir sehen uns. Ja, ich höre mir gut zu. Tschüss, bis dann. Das ist die Schwester von irgendeinem Ohren. Ja, von irgendeiner Freundin, die ist 19, die Türkin, die ist voll hammerscharf auf mich. Aber die ist nicht so mein ganz Typ, ja. Die hat mir, guck mal hier, silberne Armband geschenkt für meinen Geburtstag. Ich bin da jetzt 48 geworden, oder? Ja, gut. Jetzt am Samstag. Hey. Nachträglich. Dankeschön. Nachträglich, ups. Ich bin schon wieder am Film, gib wieder Geld, du guck mal hier. Gib mir mal Geld, weißt du. Ja. Ja, also. Also, wir wissen, dass der andere Spieler den Osterfeld ist. Ich hab die Kanaken gefragt. Wer ist das Moschee? Wie schön ist das Moschee? Guck mal, hast du schön gemacht, ne? Sehr schön gemacht. Wunderschön. Sieht gut aus, ne? Mit dem Kuppel, ja, ne? Guck ja, mal. Ja, ja. Ja, schöne Sache hier, ne? Ja. Das ist ja schon recht Ambiente hier. Ach ja. Meine Rolle, weißt du, die muss auch zum Therapie wieder. Die fiegt mir meinen Kopf, der Typ ist im Knast.